Jo, liebe Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute, und zwar Folge Nummer 5. Und zwar geht es heute um den Arc von Sanji. Steigen wir ein in die Baratie, heißt das Schiff Restaurant. Es sieht sehr, sehr nice aus. Ein bisschen kleiner, als ich mir vorgestellt habe. Im Manga-Anime wirkt es sehr viel größer. Es wirkt ja ein bisschen kleiner, aber kompakt und sieht gut aus. Dem, vor allem Ruffy, der Marine oder sein Großvater, jetzt wo wir wissen, fliehen kann mit einer schönen Gumballon. Können sie davon abhauen in diesem Nebel, und dann tauchen sie in die Baratie auf. Keine Ahnung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie man es sagt. Und dann macht unser neuer zukünftiger Crewmitglied sein Auftritt, und zwar Sanji. Sanji von der Figur her wirkt ziemlich cool, ziemlich gut. Die Frisur könnte ein bisschen das Auge mehr verdecken. Man sieht es ja schon ein bisschen ziemlich viel, aber es geht ja eigentlich. Und liebe Leute, immer Achtung, es kann immer zu Spoilern kommen, deswegen hier wegen seiner Augenbraue. Aber man sieht sie ja nicht. Das ist ja schon mal gut. Die Augenbrauen sind verdeckt. Er wirkt gut. Dann sehen wir ihn in Aktion treten, nachdem er schön das Dessert gekocht hat. Also kommt raus und gibt schon mal mit seinem Fuß einen Roundhouse-Kick. Sanji ist natürlich bekannt. Er kämpft mit seinen Füßen oder mit seinen Schienbeinen vielleicht auch. Also, oder mit seinen Beinen halt einfach. Und die Hände benutzt er ja nie. Er kocht, deswegen benutzt er niemals die Hände. Und da sehen wir schon mal seinen ersten Auftritt im Kampfmodus. Und Ruffy und die anderen speisen. Was mich an dieser Folge, also ein bisschen an Sanji, ein bisschen gefehlt hat, sein Touch, umwerfendes Charisma zu Frauen. Denn schon bei der ersten Frau, wo da am Tisch sitzt, von dem Marinetyp da, schon die hat er eigentlich angemacht, und er macht eigentlich jede Frau an, also jede. Das hat ein bisschen gefehlt. Er hat zwar Nami direkt angemacht, aber schon die hätte er auch anmachen müssen. Aber okay, da hat mir ein bisschen dieser Touch gefehlt von ihm. Ein bisschen zu wenig. Aber ansonsten wirkt er gut. Ist gut drüber, dass er Sanji ist. Und danach haben sie voll gegessen, und der Ruffy hat natürlich das Gefühl, dass er mit seiner Unterschrift zukünftiger Piratenkönig unterschreiben kann, also damit bezahlen kann. Aber da kommt auch der Chefkoch, Chef oder Zeff, Zeffe. Und Ruffy muss Teller waschen und ein Jahr lang Teller waschen und arbeiten da drin. Dann sehen wir noch ein bisschen Garp, der jetzt kommt eben was Neues. Einer der sieben Samurai auf Ruffy und seine Crew hat. Und die sieben Samurai ist eigentlich ein Bestand, die von der Marine, also sieben Piraten, die ausgewählt wurden. Die können eigentlich machen, was sie wollen, müssen aber einen kleinen Teil an der Marine abgeben und müssen wiederum Sachen für die Marine erledigen, wie zum Beispiel wie Kopfgeldjäger oder so Sachen und Missionen erfüllen, die die Marine will. Aber dafür können sie sich ausbreiten, können Gebiete erobern und all das, können groß machen, aber müssen auch ein bisschen hinter der Pfeife der Marine tanzen. Und der erste, den wir jetzt hier sehen, ist Falkenauge Mihawk, der beste Schwertkämpfer der Welt. Und es gibt ja noch sechs andere. Wenn ihr sie wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dass er auf Ruffy Jagd machen muss. Danach sehen wir ein bisschen, wie sie am Chillen sind, am Trinken sind, Nami und Zoro ein bisschen die Freundschaft binden, inniger wird, aber Nami eigentlich abhauen will am nächsten Tag, und Ruffy Teller abwäscht, ein bisschen paar kaputt macht, und eigentlich kommt es dann noch so weit, dass er ein bisschen Kellner macht und auch da völlig versagt. Und wir sehen, wie er Mihawk gekämpft hat, also als ihn Garp angerufen hat er gekämpft gegen eine Crew, gegen diesen Captain, Alter, wie heißt er jetzt schon wieder? Jetzt ist mir der Name entfallen, der mit der Rüstung hier. Ja, ich hab die Serie gerade geguckt, habe schon wieder vergessen. Egal, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr ihn noch wisst. Und zwar macht ihn voll kaputt. Also die ganze Crew und das Schiff zerstört er. Und die, Achtung Spoiler, die kommen dann. Denn da einer ist ja reingekommen in das Restaurant und will ihm essen. Und Sanji macht ihm ja Essen, denn keiner darf ja verhungern. Und er ist von dieser Bande. Er geht dann wieder, holt seinen Chef, und das wird wohl in der nächsten Folge kommen, der Folge 6. Und dann wird es da zum großen Kampf gehen, wo Ruffy dann gegen ihn kämpft und ihn kaputt macht und dann somit seine Schulden beglichen hat und dann Ruffy mit in die Crew kommt. Jetzt mal schauen, wie das hier dargestellt wird.
Denn in der Nacht taucht Mihawk auf bei Zoro und Zoro erkennt ihn und da er der beste Schwertkämpfer der Welt werden will, fordert er ihn auch schon heraus. Denn ist klar, er ist der Beste, wenn er ihn besiegt, dann hat er sein Ziel schon erreicht, aber naja. Und dann kämpft er auch schon am nächsten Morgen und Mihawk benutzt auch zuerst nur sein kleines Mini-Kreuzschwert und sticht ihn auch schon ab. Denn ja, er ist der beste Schwertkämpfer. Das ist keine Chance, Alter. Aber er hat noch die Ehre, gegen sein Schwert zu kämpfen und er verliert und holt ihn eben diese Narbe, die wir auch gut kennen, holt er ihn jetzt, aber er lässt ihn leben, denn er sieht, dass Ruffy und Zoro noch für Großes bestimmt sind. Das hat er schon gesehen in ihnen und lässt sie leben und zieht von dann und sagt ihr, wenn du soweit bist, komm wieder. Und das Tolle ist ja noch dran, Achtung wieder, Spoiler Leute, dass Mihawk ihn Jahre später noch ausbildet. Also, das ist schon geil, das ist schon krass. Egal, und somit endet wieder diese Folge. Coole, spannende Folge. Der Kampf war jetzt eben, er war kurz, denn er ist natürlich einiges stärker als Zoro, deswegen verständlich. Der Rest, Paratief, fand ich auch sehr cool. Das ganze Restaurant und so sah sehr gut aus. Auch der Chefkoch und Sanji. Eben das mit dem Frauentyp, also mit dem Frauen, wie halt immer so schwärmt und so, ist mir noch ein bisschen zu wenig, hätte ein bisschen mehr sein können. Aber ansonsten finde ich ihn auch gut als Figur. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr Sanji findet. Und ich bin schon gespannt, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht und ob es zu diesem großen Kampf kommt. Also es wird schon zu diesem großen Kampf kommen. Und deswegen sehen wir uns, liebe Leute, in der nächsten Folge von One Piece, der Live-Action-Serie.